Heute in Deutschland herzlich willkommen. Mit unverminderter Härte treibt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine voran. Wie die Bundeswehr es sieht, dass sie jetzt massiv aufgerüstet werden soll, unsere Themen. 100 Milliarden extra für die Truppe. Die Wehrbeauftragte Högel berichtet über den Zustand der deutschen Bundeswehr. Und Wunderkind Friedrich. Mit gerade mal 8 Jahren steht er schon kurz vor dem Mathe-Abitur. Ein Kind kann unendlich viele Fragen stellen, manchmal anstrengend, aber immer schön für Eltern. Wenn dann aber plötzlich ein 8-Jähriger Dinge und Zusammenhänge erklärt haben möchte, die das Wissen der Eltern auf eine echte Probe stellen, ist es Zeit, hellhörig zu werden. Ist mein Kind etwa ein Wunderkind? Nun kommt es immer wieder vor, dass Eltern das von ihren Sprösslingen glauben. Im Fall des jungen Friedrich aber völlig zu Recht. Hausaufgaben macht er nicht, wozu auch. Herausforderungen liebt er. Latein oder Wurzelrechnungen, super. Und Musik mag er auch. Ich finde Beethoven cool. Friedrich weiß, er ist anders als die anderen Kinder. Ich bin Friedrich, ich bin 8 Jahre alt. Meine Hobbys sind am Tafelmalen und 400 Meter laufen und ich will Wissenschaftler werden. Friedrich ist mit 8 statt in der 3. schon in der 5. Klasse. Für ihn ist das normal. In Mathe bekommt er Einzelunterricht. Den Stoff der 10. Klasse beherrscht er schon. In 2 Jahren als 10-Jähriger wird er wohl der jüngste Mathe-Abiturient Deutschlands sein. Und trotzdem ist er einfach nur ein netter, cleverer Junge. Friedrich ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr humorvoll. Ne? Er kommt immer mit einem gut gelaunten Spruch in den Unterricht. Ja, ist auch immer hilfsbereit, wenn man sich wehgetan hat oder so, fragt er auch immer nach, ob alles okay ist. Aufgewachsen in den USA muss Friedrich Englisch nicht mehr lernen, also gibt's Latein-Einzelunterricht als Zugabe. In der Privatschule des Internats Schloss Buldern bei Dülmen. Hier geht das. Auch für die Lehrer ist so ein Schüler eine besondere Herausforderung. Ich glaube, dass so ein Kind wie Friedrich nur einmal kommt im Leben eines Lehrers oder in den 30 oder 40 Dienstjahren, weil das schon sehr außergewöhnlich ist. Okay, das ist eine alternative Zukunft von Europa. Für den 8-Jährigen ist eigentlich alles ein Spiel. Seine Eltern haben sich über ihren Beruf kennengelernt in Singapur. Er deutscher Unternehmensberater, sie indonesische Wirtschaftsprüferin. Das Ergebnis: 2 Kinder, die die stolzen Eltern manchmal sprachlos machen. Er lässt gar nicht erkennen, dass da irgendwo eine Grenze ist. Alles Neue, was ihm präsentiert wird, kann er sofort auffassen und auch viel schneller auffassen als Erwachsene, als ich zumindest. Das Wichtigste ist ihnen: alles ohne Druck. Friedrich soll selbst seinen Weg finden.